Ich muss die große Harmonie hier jetzt mal ein bisschen stören. Der vorliegende Antrag ist ein Paradebeispiel vorgestriger sozialdemokratischer Bevormundungspolitik mit grünem Anstrich. Sie, meine Damen und Herren von Rot-Grün, stürzen nicht nur Erhaltungsverordnung über ganze Stadtteile, um die Menschen vor ihrer eigenen Entwicklung zu schützen. Nein, Sie verbieten Menschen auch, ihre eigenen Räumlichkeiten so zu nutzen, Frau Sudmann, wie es Ihren persönlichen Lebensumständen entspricht. Sie verkennen dabei aber, dass Menschen selbstständig und eigenverantwortlich denken und handeln können und nur die wenigsten Interesse an ihren Lebensvorschriften haben. Mit dem erneuten Erlass einer Gefährdungsverordnung mit dem Ziel, die Zweckentfremdung von Wohnraum zu unterbinden, laborieren Sie an Symptomen, anstatt sich mit voller Kraft den Ursachen zu widmen. Erleichtern Sie den Wohnungsbau, den Ausbau von Potenzialflächen, damit schnell und kostengünstige Wohnungen entstehen können und der Druck auf dem Wohnungsmarkt nachlässt. Hören Sie auf, Bürgerinnen und Bürger zu kriminalisieren, die innerhalb ihrer Wohnung auch gewerblich tätig sein möchten oder sich zum Beispiel über Airbnb oder andere ein paar Euro dazu verdienen möchten oder sogar müssen. Setzen Sie sich endlich mit der Lebenswirklichkeit des 21. Jahrhunderts auseinander, anstatt Menschen mit ihren altbackenen Zwangsbeglückungsfantasien zu belästigen. Die Sharing Economy, die Sie im Straßenverkehr so glorifizieren, findet nun mal auch beim Wohnen statt. Da helfen Ihre angestaubten Verbote wenig. Gerne unterhalten wir uns mit Ihnen im Stadtentwicklungsausschuss über Ihren Antrag, dem wir in dieser Form ganz sicher nicht zustimmen werden. Vielen Dank.